wird entsetzt. Komplette Maisernte zu Popcorn geworden. Als Karl Pechler heute Morgen nach seinem Maisfeld schauen will, traut der 44-jährige Landwirt seinen Augen kaum. Nahezu sein gesamter Maisbestand hat sich in Popcorn verwandelt. Schuld ist wohl die aktuelle Hitzewelle, die deutschlandweit für Rekordtemperaturen sorgt. Auch andere Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet leiden unter der Rekordhitze. So sollen manche Bauern Pommes Fritz auf ihre Kartoffelfelder geerntet haben. Auf Getreide- und Weizenfeldern wiederum soll es nach frischem Brot riechen.